an dem Feuerwerk. Verstecken Sie auch mit dem Kopf, du bist ja da mit mir. Mit einer kleinen Geste, die an 98 erinnert hat. Mit dem Kuss auf die Glatze des Ersatztorwarts Peperina. Damals war es Laurent Blanc mit Javier Bardes in Paris. Der Fußball hat gewonnen und eure tolle Mannschaft hat gewonnen. Was meinst du? Es ist unglaublich, unfassbar, unfassbar. Es hat sehr, sehr viel Kraft gekostet, war gar nicht leicht. Aber eine Weltmeisterschaft gewinnen, das ist ohne Worte. Was sagst du zu deinem Tor? Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Tranquilo. Also, ich grüße einfach nur meine Leute. Viele Nationen, ist klar, ist verständlich. Ihr habt Geschichte geschrieben. Auf jeden Fall herzlichen Dank von ganz Spanien. Das ist unsere Arbeit, die Arbeit, die wir seit langer Zeit schon begonnen haben. Auch durch harte Zeiten, aber das genießen wir jetzt. Große Lust auf das Feiern in Spanien, natürlich, ganz, ganz große Lust. Danke nochmal. Barcelona, wo Iniesta spielt, wird heute die ganze Nacht gefeiert. Das Interview war natürlich aufgezeichnet, wiedergeführt von der hübschen Freundin Iker Casillas. Der Ersatztorwart war das dem schütternden A Peperina vom FC Liverpool. Völlig freistehen, noch in den 90 Minuten dieses Spiel zu entscheiden. Fabregas mit seiner Freundin. Er lehnt sich gern zurück nach Spanien, aber Arsenal fordert sehr,
sehr viel Geld und macht sie somit fast unverkäuflich. Gab eine große Konzeptdiskussion in Spanien, angezettelt von Luis Aragonés, vom Trainer des Europameisters, der die Spielweise von Del Bosque kritisiert hat. Und jetzt hat der Mann den Pokal, der ihn auch herausgeschossen hat. Andrés Iniesta. Es war erst sein 8. Länderspieltor. Im 49. Spiel. Also viele Tore schießt er nicht. Dieser 11. Juli war kein schlechter Termin. In seinem Heimatort gibt es ohnehin eine Straße, die nach ihm benannt ist, die Calle Andrés Iniesta. Da wohnt er drin im Haus Nummer 1, wahrscheinlich machen sie es daraus eine Schnellstraße, eine Avenida Iniesta. Bei solchen Weltmeisterschaften fragt man sich, hat der richtige Fußball gewonnen? Zumindest nicht der falsche. Die deutsche Mannschaft hat zeitweise attraktiver gespielt, aber dann fallen einem nicht mehr viele ein, die diesen Titel verdient hätten. Es ist ein Sieg der Kontinuität. Eine Mannschaft, die entwickelt worden ist im Hinblick auf die EM 2008, die zusammengeblieben ist, die eingespielt ist, jeder jeden kennt. Und manchmal auch das Quäntchen Glück. Und somit ein würdiger Weltmeister, der sich nicht durchtaktiert hat bis in dieses Finale. Zwar zu wenige Tore schoss, aber mehr Tore schießen wollte. Glückwunsch Spanien. Olé España. Wir haben einen neuen Weltmeister. Katrin und Olli, bitte.